Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von X-Plane 11 zusammen mit dem lieben Jan. Hi! Hi! Wir spielen das Ganze auf beiden Kanälen, das heißt rechts und beim jeweils anderen vorbeischauen aus der jeweiligen Sicht. Denn heute haben wir auch ein kleines Special. Der Jan hat nämlich ein riesen Flugzeug. Guckt euch das bitte mal an. Also das ist ziemlich heftig im Vergleich zu meinem kleinen. Und ja, gutes auch bin ich mega gespannt auf jeden Fall. Da könnt ihr euch auf jeden Fall beide Kanäle reinziehen, damit ihr ein bisschen Abwechslung auch habt. Wir sind in Amerika, in den USA und fliegen hier von Los Angeles nach San Francisco und online natürlich, ja, wir sehen uns ja hier. Wir haben nicht das Spiel enorm, ja genau, falls wir noch anderen begegnen sollten. Wir haben das Spiel enorm lang nicht mehr gespielt, der Jan. Ja, darf man hoffentlich dazu sagen, hat das ein oder andere Mal getestet, habt ihr vielleicht auch bei Instagram gesehen. Ich habe null gespielt. Ich habe das zum ersten Mal heute wieder angemacht. Ich musste dieses X-Realistic Pro Plugin heute neu installieren. Deswegen habe ich das jetzt vom Jan quasi die Einstellungen übernommen. Ich hoffe nicht, dass ich da irgendwas falsch eingestellt habe oder dass der Sound zu leise ist. Das könnte auch bei Jan der Fall sein, weil wir da ein bisschen was anpassen mussten. Aber ansonsten müssen wir einfach mal gucken, dass wir uns wieder reinfinden. Könnte ein absoluter Reinfall werden. Ja, der Flugbagger hat schon fertig eingegeben. So. Echt jetzt? Ja, das geht. Du Idiot, Alter. Ja, mache ich aber auch gleich. Level nochmal schnell. Weil wir haben nur eine Flugstraße, haben wir gerade schon gesehen. Also das ist echt... Also insgesamt, also eine Flugstraße und zwei Wegpunkte. Ja, das ist schon echt heftig, dass der... Also das ist echt, naja, für eine Stunde, fünf Minuten fliegen wir ungefähr. Genau, auf jeden Fall, wie gesagt, könnte es ein absoluter Reinfall werden, vor allem bei mir, weil ich halt, wie gesagt, das letzte Video kam vor was weiß ich wie viel Monaten und, also es kam schon wirklich mindestens 2 Monate alt, das Video, ne, und seitdem habe ich nichts mehr gespielt. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, wird bestimmt lustig. So, du kannst mir die Sachen aber mal gerne durchgeben. Dann bei Cruise musst du dann noch Flight Level 350, also 350 einfach eingeben. Ja, das war Jans Idee übrigens. Dass wir so hoch fliegen, ich wäre auf 280. Ja, wir wollen ja mit Ballern oben. Ich wäre auf 280 gegangen, aber okay. Leute, heute habe ich keine Facecam, weil ich habe eigentlich versprochen, dass ich es zu diesem zweiten Flug quasi machen werde. Aber ich kenne mich halt jetzt wieder nicht aus und bin wieder ein Amateur. Letztes Mal habe ich mich fast noch mehr ausgekannt, weil wir da geübt haben vorher quasi. Und deswegen habe ich absolut keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Und wenn ich dann eine Facecam habe und so, das ist dann noch anstrengender. Sind Sie bereit zum Abheben? Theoretisch eigentlich nicht, aber, wir müssen es versuchen, ja. Alter, der Pushback ist jetzt auf amerikanisch. Das ist ja richtig komisch. Oh, stimmt, what the fuck? Weil wir jetzt hier in Amerika sind, stimmt. Ich bin ein bisschen ängstlich, Leute, weil ich meine, eingestellt habe ich jetzt alles. Der Jan hat mir auch ein bisschen geholfen. All doors and hatches are closed, ready to connect. Aber, also, starten werde ich halt, ne, das ist... Echt, wirst du starten? Ich denke schon, dass es klappt. Aber starten ist mit der 747 schon gar nicht so leicht. Das Ding ist, wenn ich dann halt in der Luft bin, dann wird's kritisch. Also wir haben die Landung auch noch nicht geplant, wir haben uns das für später aufgehoben. Ja, noch besser. Im Flug oder beim Landen planen wir das dann erst, wenn wir langfliegen. So, ich glaube irgendwie, keine Ahnung, der hat so ein bisschen verpennt. Hier kommt gerade noch so ein Beladefahrzeug an, währenddessen ich gepushbackt werde. Geil. Hallo, kann erst das die Koffer noch. Mal? Ja, das... Die Koffer erst jetzt holen. Leute, schreibt mal bitte, stimmt mal oben beim i ab. Bei welchem Piloten würdet ihr euch sicherer fühlen? Wo würdet ihr euren Flug buchen? Würdet ihr euren Flug bei Sun Express, bei Mike? Oder würdet ihr euren Buch bei Thai... bei Jan buchen? Ja, natürlich bei mir. Bitte mal abstimmen. Okay, er fängt an mit dem Pushback. Und dann von San Francisco geht's direkt weiter. Ich überfliege nur San Francisco. Die können mit dem Fallschirm rausfliegen und dann geht's ab nach Honolulu. Oh, du wirst schon gepushbackt. Oh, gesagt, dein Flugzeug doppelt sich. Ja, nice. Da steht einfach schon Sun American Airline Ding, Sunland. Dings. Also Sun Express bei mir, aber okay.
Was eigentlich geil ist, dass du in mich reingepushbackt wirst. Weil, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Du, wenn du vorfährst, ich meine, das klappt ja eigentlich immer relativ gut, ne? Ja, ich würde gerne jetzt auch mal gepushbackt werden. Ja, ah. Mit deinem großen Flugzeug, da muss man erstmal so einen Pusher finden. Alter, der Typ, der das da so fährt, hat so gesagt, so, ey, du Hurensohn, mach dein Taxi-Light auf, du blendest mich. Ich hab, irgendwas habe ich aber auch an, meine Passagiere hier schauen sich gerade. Ah, warte, ich muss da hier, genau, die müssen sich mal anschneiden. Das habe ich schon immer. Rauchen dürfen sie natürlich nicht, das anschneiden soll sie sich aber. LOL! Ja, aber, ich, also rauchen ist eigentlich. Alter, wie, Flugzeug. Wie wirst du denn gepushbackt? Wieso? Bei mir stehst du stehst bei mir doch gerade. Ah doch, ja, nee, doch, du wirst noch weiter gepushbackt. Ja, ja, klar, das dauert ewig. Ja, bei mir wirst du so. Nee, du hackst gerade bei mir sowas vor. Du wirst gerade immer so 10 Meter und dann bleibst du wieder stehen. Dann wieder 10 Meter, dann bleibst du wieder stehen. Du bei mir auch gerade. Das funktioniert echt gut. Und vor allem pushst du ohne Pushback-Fahrzeug bei mir. Ja, ja, das ist aber. Ich hab Runway-Lights. Hast du deine Klappen schon? Was habe ich? Hast du die Klappen schon dran ausgefahren? Am Flugzeug. Welche Runway Klappen? Runway Lights, ich bin mir immer nicht so sicher, ob ich die anhabe. Ja, Runway Lights, die habe ich dann. Hab Taxi auch. Ich habe nur die. Nee, Taxi hat aber gesagt, dass es ihn blendet. Blend ihn damit, hat er gesagt. Nee, das nicht. Ich blende ihn nur mit dem. Wie heißt denn das? Die anderen vier. Ja, ja, genau. Mit dem blende ich ihn. Ja, aber naja, ich habe auch ein anderes Flugzeug, vielleicht. Jetzt stehst du bei mir erstmal wieder eine Stunde. Alter, warum leckt das so? Hoffentlich leckt das gleich nicht die ganze Zeit so. Nee, ich glaube, es wird nur wegen dem Pushback. Oh mein Gott, ich habe Angst, dass du mir gleich... Nee, ich müsste genau vor dir zum Stehen kommen. Ich weiß es noch nicht. Doch, sieht echt gut aus. Ja, da ist noch ganz viel Platz. Er soll jetzt einfach mal Gas geben, oder? Nee, er koppelt immer noch. Ja, das dauert wirklich lange. Aber ich finde es realistisch. Ich finde es ja, echt richtig geil. Ja, man muss ja auch immer eine Parkbremse lösen und nicht. Und ja, das ist echt richtig geil. Leute, ich habe so einen Schiss einfach. Okay, Triebwerke können wir schon mal leicht zum Laufen bringen. Ich habe das Gefühl, über die beleidigen mich auf Amerikanisch. So, du und so, mach deine Parkbremse an. So, also ein Parkbremse. Boah, ja, alles auf Englisch. Ich verstehe den gar nicht. Von der rechten Seite gibt es ein Handzeichen. Ja, genau, ja. Und dann muss man so Winke-Winke machen und dann darf man losfahren. So, Winke-Winke, ich weiß nicht mal, wie ich meine Handbremse löse. 25 rechts starten wir, ja? Ja. Trennhandzeichen, ja, ich mach das Trennhandzeichen. Ich hab das Handzeichen, ich fahr los. Ja, okay. Gib mal Gas da, Hupe! Überhol links, na, dann treffen wir uns an der Startbahn, weiß er, wo es lang geht. Er hat automatisch gebremst. Alter, können wir mal wegfahren. Du blockierst den Verkehr, Digga. Sein, dass ich. Ah ja. Ja, okay, also schon mal guten Flug gewünscht. Bei Braunschweig gegen München steht es immer noch 2-1. Echt da? 2-1? Ja, 2-1. Braunschweig hat ein Tor geschossen. Der sagt. Ja, hab ich auch nicht gedacht. Alter, bist du auch mal fertig, oder? Ja, der fährt da noch. Digga, der hat noch nicht das Anzeichen gegeben. Hallo, guck mal, da ist er jetzt. Da ist er. Ja, der steigt ja gleich aus und macht dann so Winkel. Ich weiß. Ah, jetzt da. Fahr doch einfach. Nee, alles drüber. Alles muss rechten Ding sitzen. So. Oh mein Gott, es shaked. Es shaked so hart bei mir. Das Ding ist, was ich jetzt auch wieder hab, ich fahre übrigens nach links, weil ich da Lust drauf hab. Bleib mal kurz stehen, bitte. Ja, bleib doch kurz stehen, wo du fährst bei mir rechts in die Wand. Ja, ich auch, mache ich auch in echt. Das muss ich irgendwie immer nach dem Pushback machen. Ja, bremst doch, Alter. Er fährt aber weiter. Kannst dich direkt nochmal pushbacken. Du Idiot, Alter, was ist das denn? Ah, okay, jetzt geht's. Naja, ich muss das immer, weil irgendwie.
funktioniert nach dem Pushback immer mein das Lenken mit dem Bugrad nicht. Ich muss es immer einmal mein ich wollte es einfach testen, ob es jetzt vielleicht doch mal funktioniert, aber deswegen habe ich Gas gegeben und dann ist er so weit gerollt. Aber ich muss immer meinen Joystick einmal rausziehen und wieder reinpacken nach dem Pushback, das ist total dumm. Rollen Sie mir bitte hinterher. Ja, ey, fahr doch nicht so schnell, Junge. Du bist gleich schon in San Francisco. Junge, wie schnell der einfach fährt, ist der, ja, ich muss gerade überlegen, wo es lang geht. Ja, deswegen fahre ich schnell. Ich überlege auch immer und fahre dann irgendwie 800 km/h. Ist das eine Startbahn oder ist das keine Startbahn? Nein, nein. Also fahren Sie mir bitte hinterher. Ja, ja, aber bitte fahr nicht so schnell wie gerade eben. Habe ich die jetzt angemacht? Ja, oder? Mein Flugzeug ist halt schnell. Boah, diesen Koloss gleich erstmal in die Luft zu bekommen, Leute. Also ich bin mit dem Teil noch nicht so erfolgreich gestartet. noch nicht so erfolgreich gelandet. Aber gestartet habe ich... Also selbst das Starten ist halt bei dem Ding halt eine Herausforderung, weil es super schwer ist, das Ding halt... Das musst du erstmal in die Luft bekommen. Alter, du bist so schnell bei mir. Das ist unnormal, was du machst. Wer fährt bitte so an? Ach, falsche Richtung übrigens. Nein, das kann doch nicht sein. Warum machst du immer so eine Scheiße? Ich, oder? Ja, wer denn dann? Ja. Das war geplant, ich drehe. Der Funk hat mir gesagt, ich muss da lang fahren. So, da war Stau, wir mussten da lang fahren. So ein Trottel, ey. Oh Mann, ey, das ist echt verrückt. Ah, ich fahr jetzt an dir vorbei. Oder hast du da schon... LOL, du hast schon viel schneller gedreht als ich. Ich hatte es klug gemacht. Ich wusste schon, dass du doof bist. Aber ganz ehrlich, die Karte sah wirklich so aus, als müssten wir in die Richtung her. Ich verstehe diese Karte nicht. Ich fahr gerade an dir vorbei bei mir. Nice. Links oder rechts? Links, natürlich. Ja, echt, ist ja die Startbahn. Ich dir mal zu. Digga, ich fahr bei mir schon verhältnismäßig schnell und du holst mich einfach. Ich will das ja auch realistisch machen. Ja, ich mach's ja auch realistisch. Ja, ja, okay, also eigentlich fahr ich so. Okay, wie schnell? Das sieht so blöd aus. Ich fahr 60 Knoten, 59. Wer fährt denn 60 Knoten? Das ist doch. Du bist so ein irrer Typ. Also okay, ich fahr 45. Und ja, das sieht schon schnell aus. Ohne Spaß, wenn ich im Flugzeug in echt bin, ich gucke ja jetzt auch immer, ich habe immer einen Fensterplatz eigentlich, weil ich das richtig feier. Und ich gucke dann immer raus, so, weißt du? Ne? Alter, du guckst raus. Und also, wenn ich gerade hier so rausguck, das ist schon schneller, als die in echt fahren. Deutlich schneller. Naja, ist so. Und du überholst mich wie so ein Verrückter ein. Ja, ich fahre 51 Knoten gerade. Ich fahre nicht mal 45. Dürfen die vielleicht mal anhalten, die Autos? Ich nehme die einfach mit. Warum fährst du da überhaupt? Warum fährst du nicht auf dem richtigen Weg? Das ist der richtige Weg. Nee, da bin ich gar nicht. Nee, da, es gibt zwei Parallel. Einmal den Orangen und einmal den Roten. Du hast den Roten, ich habe den Orangenen. Okay. Zwei Parallel, einmal halt zu. Ja, I'm so rad, ey. Warum startest du eigentlich als Erster? Du kannst auch als Erster. Letztes Mal bist du als Erster gestartet. Ich weiß nicht, jetzt kann ich nicht mehr so geil starten. Konntest du doch noch nie, oder? Doch, das sah richtig gut aus. Ich habe mir mein letztes Video mal angeguckt, aber ich habe da leider nicht alles mit reingeschnitten. Deswegen weiß ich nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Bist du schon da? Ja, wahrscheinlich, weil du gerade eingehst. Oder du kommst einfach nur auf meinen Weg. Warte hier, ich stell mein Flugzeug hier hinten ab. Ich parke. Ja, kann ich dann überhaupt an dir vorbei? Ja, du kannst einfach eine vorher abbiegen. Echt? Ich bin jetzt quasi ganz. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Ohne Spaß, Leute. Ich hab so Angst. Das ist scheiße alles. Also soll ich hier jetzt direkt rechts rein? Ja, du kannst da rechts reinfahren und ich fahre hier hinten rechts. Und dann startest du, wenn du losfährst, gebe ich dann einfach auch direkt Gas. Und überhol dich. Piepst irgendwas bei mir? Ich weiß nicht, was piepst. Hier piepst irgendwas. Also ich richte mich aus. Ja, du kannst wahrscheinlich direkt schon Gas geben.
Nein, nein, ich warte auf dich, du fliegst doch, du startest als erstes. Ja, ja, hab ich gewusst. Du musst ja dann erst noch ja, ich bin schon meine Bremsen richtig einstellen und Landelicht und so. Autopilot anstellen und alles. Ich hab Angst. So, ich hab so Angst. Bremsen. Ich hab so Lichter. Angst, Leute. Was auch immer das alles für geile Lichter sind. Dann CMD. Und auf geht's. So, LNAV, Speed, CMD. Okay, dann gebe ich auch direkt. Und gib Gummi nach oben. Ungefähr so muss das jetzt funktionieren. Okay, ich guck nach hinten. Ich weiß nicht, safe sehe ich dich nicht mehr. Ja, ich bin schon in den Wolken. Scheiße. Es geht mega schnell, weil wir auch ultra steigen. Alter, what the fuck, was macht mein Flugzeug? Was macht mein Flugzeug? Ich lande wieder. Warte, ich habe übrigens auch Anti-Icing an. Nicht geplant, ich stehe. Weil, diese scheiß RTO. Ich habe auch Anti-Icing an, Leute. Okay, ich starte nochmal. Oh mein Gott, okay, das war richtig. Ich weiß nicht, was deswegen da sieht das gerade komisch aus. Ja, aber es passt. Ich bin schon überm Pazifik, ist das hier, glaube ich, ne? Okay, der Start war. Also, ihr kennt das ja von mir, richtig kacke. Bitte gespeed. Oh mein Gott, okay. Alter, bitte nicht ganz so steil. Was heißt danke. 9000 B? Below, oder? Warte. Ja, B heißt below, ja, ja, ja. Aber ich muss mich gerade konzentrieren. Ich bin gerade mega im Struggle, aber ich bin auch jetzt in den Wolken. So, jetzt steigen wir mal nicht so arg. 3000 below, warum? Ist mir eigentlich relativ egal mit dem Flow. Wir wollen ja starten und nicht landen. Sicher? Bin ich mir eigentlich sicher, ja, ich glaube schon. So, dann also können ich habe auf 7000 eingedreht. Aufmachen. Die anderen mache ich auch. Nee, erst bei 7000, 10.000 macht man das. Bei 10.000, das ja? Ja, bei 10.000 macht man das. Upsi, dann machen wir so, Halbzeit in Braunschweig. So lange haben wir schon gebraucht. 250 darf man fliegen unter 10.000. Also drehe ich jetzt auf 250. Ja, bin ich schon. So, Kurs macht alles richtig. Drehe ich mal ein bisschen kleiner, damit ich das alles sehe. Also, gut, Leute, der Start, ich bin jetzt übrigens über den Wolken. Also, der Start hat, einmal hat er den Start bei mir abgebrochen, weil ich den Speed aktiviert habe und der den, also das war, weiß nicht, warum er das so komisch gemacht hat. Da hat er einmal nochmal abgebremst. Was will der hier eigentlich mit Speaking Radio? Aber wir haben das Flugzeug jetzt in der Luft und Kurs passt alles, da fliegt er alles drauf zu. Und irgendwann sollen wir dann bei diesem Flight Level 350 tatsächlich sein. Und naja, dann haben wir noch logischerweise die Discontinuity bis zum Flughafen. Ja. Die wir dann gleich für die nächste Folge planen werden. Das wird auf jeden Fall interesting. Spannend. Brauchen wir noch mehr oder wollen wir abmoderieren? Weiß ich noch nicht. Wie hoch müssen wir denn? Naja, 35.000 Fuß. Eieiei, das wird verrückt, Leute. Ja, also Leute, der Start, nur mal jetzt, ich habe ja noch nicht zusammengefasst, war bei mir okay. zum ersten Mal gemacht. Ich bin relativ steil auch gestiegen. Aber es hat funktioniert. Und jetzt seht ihr es ja gerade, sind wir in den Lüften da unten, sind Berge da unten. Sehen wir ganz viele Wolken. Es ist überall wolkig bei mir nur. Ja, ja, bei mir ist auch ziemlich wolkig. Hier ragen ein paar Berge raus. Wir sind schon bei 9000 Fuß jetzt. Auf wie viel bist du hier? 6000 bin ich. 35.000 stelle ich gerade ein, aber ich muss hier Boah, das einzeln ist so, klicken, das ist so nervig. Das ist so hoch, Mann.
Ich stelle es mal kurz ein. Und dann geben wir weiter Gas und dann wird nochmal kurz eingelenkt. Eieiei. Hier passiert ganz, ganz viel gerade bei mir. Was für ein würdiges Speed hast du denn gerade? 1,8. 1,8, okay, ja, kann ich auch mal machen, 1,8. Wie viel hattest du? 1,6 hatte ich gerade die ganze Zeit. Digga, ich bin einfach mit 2,2 gestartet oder so. Oder 2, ich bin mit 3,6 oder so bin ich gestartet. Ich bin sau hoch gestartet, habe ja, ich das Gefühl gehabt. Du bist noch höher. Mega, ja, ich, also. Aber der Start war überhaupt nicht gut. Also der Start war nicht gut. Doch, bei mir war es nicht. Erstmal, dass er ihn abgebrochen hat und so. Ja, weil ich habe irgendwie einen Speed. Ich freue mich schon wieder auf dieses Start, Video. Ja, ich habe beim Start den Speed-Button aktiviert und dann hat er den irgendwie auf nochmal resettet, nicht den Wert, den ich vorher eingedreht hatte, sondern den ich aktuell hatte und das war irgendwie nur so 100. Dadurch hat der Autopilot, weil er den Wert so erreicht hatte, die Leistung zurückgemacht und dadurch hat dann diese automatische Bremse, von der ich dir erzählt habe, abgebremst und dann stand ich wieder und ich dachte so, hä, wieso stehe ich denn jetzt plötzlich wieder? Okay, ich mache auf jeden Fall die Lights aus und... Ja, die kann ich jetzt auch ausmachen. Dann können die Leute sich auch wieder abschnallen, direkt aufs Klo pacen und dann würde ich sagen, könnt ihr das auch tun. Ja, das wir verabschieden aus, uns und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann wieder landen in San Francisco. Genau. Haut rein, bis dahin, lasst mir ein Tuch da, wenn es euch gefallen hat und ciao, ciao. Ciao.